Von allen Spielen des Jahres freue ich mich auf Mannerlords mit Abstand am meisten. Also habe ich hier dem Entwickler einen Berg an neuem Gameplay abgeluchst, um uns allen die Wartezeit zu verkürzen. Vor allem mit neuen Einblicken zu den Sachen, die wir damals in der Demo noch nicht spielen konnten. Den Schlachten und wie das Spiel aussieht, wenn wir mehrere Regionen und Dörfer beherrschen. Aber starten wir vielleicht mal am Anfang, die Demo ist ja auch schon wieder 1,5 Jahre her. Bei Freunden des gepflegten Mittelalteraufbaus schlug sie damals ein wie eine britische Pfeilsalve in die Rüstung eines französischen Ritters. Obwohl wir auf den ersten Blick ja auch nur mal wieder eine Siedlung aus dem Nichts bauen, wie wir es schon häufiger getan haben. Wir schaffen Unterkünfte für unsere Handvoll Bürger, sorgen für Grundbedürfnisse wie Nahrung und Feuerholz und arbeiten uns zu einer florierenden Siedlung hoch. Aber Mannerlords ist was Besonderes und das merkt man sehr schnell. An dem herrlich freien Bausystem zum Beispiel, in dem wir Wohnhäuser frei malen und sie perfekt an Straßen und andere Gebäude schmiegen. Das ist geradezu bizarr befriedigend. Komm, lass nochmal anschauen. Ah yes. Und spielerisch relevant ist es auch. Dabei legen wir nämlich fest, wie groß der Hinterhof des Gebäudes sein soll und den können wir mit verschiedenen Erweiterungen aufrüsten. Und ein Gemüsegarten wirft halt mehr ab, je mehr Platz wir dafür eingeräumt haben. Auf Stufe 2 eröffnen sich hier dann aber auch weniger primitive Optionen und wir können Handwerkerquartiere einrichten, zum Beispiel Bogner oder Schuhmacher, und wir bewegen uns weg vom Bauerndorf hin zu einer echten Stadt. Dann werden die Bewohner des Hauses aber auch zu Handwerkern und die feinen Herrschaften weigern sich plötzlich, niedere Arbeit zu machen, was wichtig werden kann, weil Arbeitermanagement ein wichtiger Teil von Mannerlords ist. Später kann sich so ein sehr organisches Stadtbild entwickeln. Auf dem Land kultivieren die Bewohner riesige Obstgärten, am Stadtrand lassen wir auch mehr Platz für ausgedehnte Höfe, während im Stadtzentrum die Handwerker arbeiten, die nicht so viel Platz brauchen, rund um zentrale Gebäude wie Kirche und Marktplatz. Und das alles ist bei Mannerlords nicht nur spielerisch extrem detailverliebt, sondern auch optisch. Selbst wenn wir ganz nah ranzoomen und den Leuten bei ihrem Alltag zuschauen, macht das Spiel immer noch eine fantastische Figur. Bei mir auf Twitch ist einer der beliebtesten Clips bis heute, dass ich einfach nur als Lord durchs Dorf schreite. Das ist nicht mal witzig oder so, warum ist das ein Clip? Es ist halt einfach nur schön. Aber um die schönstmögliche Stadt zu kriegen, müssen wir Gebäude aufwerten und dafür ganz klassisch Bedürfnisse befriedigen. Hier sehen wir im Markt, dass das Volk mit dem Nahrungsangebot ganz zufrieden ist und weitgehend sogar luxuriös seine Hütten beheizen kann, aber aus irgendeinem Grund trotzdem gern auch noch gescheite Kleidung hätte. Das ist ein anspruchsvoller Pöbel. Aber mit Wasser, Kirchenzugang und ausreichender Versorgung an Feuerholz, Speis und Gewand geht's dann weiter auf Stufe 2 und später auch noch auf Stufe 3. Aber dann wollen sie natürlich auch mehr. Jetzt wäre dann zum Beispiel noch eine Taverne und noch mehr Nahrungsvielfalt genehm. Wir Aufbauspieler kennen das Spielchen ja. Irgendwann haben wir dann einen ganzen Haufen an Baumaterialien, Handwerksressourcen, Verbrauchsgütern und auch Waffen zu verwalten. Je weiter unsere Stadt wächst, desto mehr Entwicklungspunkte schalten wir frei, um sie zu spezialisieren. Bei Entwicklungen können wir in verschiedene Richtungen gehen, etwa nach rechts in den Handelsbaum oder nach links für mehr Ressourcen durch die Jagd. Und wir erlassen Richtlinien, dass zum Beispiel den wilden Tieren mehr Jagdgründe gelassen werden und sie sich schneller vermehren können, aber auf Kosten des Feldeertrags. Und halt nur für diese Region. Also beanspruchen wir schrittweise mehr Gebiete, die wir dann mit anderen Spezialisierungen versehen können. Idealerweise basierend auf deren jeweiligen Ressourcen und Gegebenheiten. Ergänzen können wir unsere Produktion dann mit Handel oder natürlich verschachern, was wir im Überfluss haben. Besonders wichtig ist gerade zu Beginn der Viehhandel, denn Nutztiere für Transport und Nahrungsproduktion zu importieren, macht uns das Leben deutlich leichter. Und wir tauschen bei Bedarf zwischen unseren Regionen, um alle gut versorgt zu halten. So kontrollieren wir irgendwann ein ganzes Netz aus Dörfern und Städten. Aber unser Reichtum lockt natürlich auch Neider an und will verteidigt werden, wenn zum Beispiel Banditen einfallen. Und das ist noch ein Grund für den riesigen Hype auf Mannerlords.
Neben dem Aufbautiefgang legt es auch mehr Augenmerk aufs Militär als viele andere Aufbauspiele. Es hat sogar ein klein wenig was von Total War, wie wir unsere Truppen gegen den anstürmenden Feind in Formation ziehen. Wenn wir auch hier sehen, dass wir mit einem kleinen Bauerndorf noch keine riesigen Massenschlachten erwarten dürfen. Entwickler Slavic Magic hat auf Twitter selbst betont, dass er hier keinen Total War Killer bauen will und der Großteil des Spiels sich um Städtebau dreht. Und das ist ja auch gut so. Aber ein paar eindrucksvolle Schlachten verspricht der Release-Trailer dann doch. Wie gesagt, es wird kein Total War und es will auch keins sein. Aber man merkt schon, Mannerlords will den Kampfaspekt auch nicht so vernachlässigen wie im Genre manchmal üblich. Hier steckt schon Ehrgeiz dahinter. Auch was die taktischen Features angeht. Truppen haben verschiedene Haltungen und können etwa zurückweichen, um den Feind in einen Flankenangriff zu locken. Und der Einfluss von Total War ist dabei dann doch spürbar. Auch hier haben Soldaten zum Beispiel Moral und Ausdauer, die ihre Effektivität bestimmen. Die hier zum Beispiel sind so im Eimer, dass sie im Kampf kaum noch was taugen. Aber gut, brennt ja auch das ganze Dorf, also können sie vorher schon keinen so guten Job gemacht haben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass dieses Gameplay von den Entwicklern kommt und ich mit dem komplett Versagen, dass diese Banditen hier über den Marktplatz marodieren, absolut nichts zu tun habe. Aber ist doch immerhin ein schönes Symbolbild, wie Aufbau und Militär in dem Spiel verzahnt sind. Denn wir können über unterschiedliche Weisen an Truppen kommen. Es gibt Söldner anzuheuern, als Lord haben wir ein wohltrainiertes Gefolge, aber Truppen wie diese Bogenmilizen sind einfach Bürgeraufgebote, also zu den Waffen gerufene Dorfbewohner. Und was die drauf haben, speist sich aus verschiedenen Faktoren des Aufbauparts. Ihre Ausrüstung hängt davon ab, was sie halt tatsächlich zu Hause haben. Und das wiederum hängt vom Wohlstand der Familie ab und davon, wie gut wir sie versorgen. Und das sieht man dann auch tatsächlich an den Modellen, die vielfältig und unterschiedlich gut ausgestattet sind. Ihre Moral wird durch die Zufriedenheit beeinflusst und die wiederum von den Annehmlichkeiten, die wir bereitstellen. Und natürlich der Steuerlast. Aber hey, wir müssen alle unseren Teil beitragen, liebes Volk. Ihr seht schon, Mannerlords will viel. Aufbautiefgang mit mehreren Regionen, Liebe zum Detail bis ins letzte Charakter- und Gebäudemodell und interessanterer Kampf, als ihn die meisten Aufbauspiele bieten. Deswegen gab es lange Zeit auch Skepsis, ob das Spiel das alles hinkriegen kann. Aber alles, was wir bislang gespielt haben, war dann eben echt verdammt gut. Manches gab es bislang aber auch noch gar nicht für die Öffentlichkeit. Und vor allem, ob das Kampfsystem dann wirklich so gut funktioniert, finden wir erst am 26. April im Early Access raus. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten. Zum Abschluss aber noch zweimal gleich schamlose Eigenwerbung, wenn ich euch schon da habe. Dieses Gameplay haben wir zum ersten Mal in unserer Live-Show auf der Cactus in Leipzig präsentiert, aber die streamen wir auch und wir haben noch das ganze Wochenende Programm auf dem GameStar Twitch-Kanal. Link zu Programm und Kanal ist in der Beschreibung. Genau wie ein Link zum Deutschen Computerspielpreis. Wo ihr für mich abstimmen könnt. Da bin ich nämlich nominiert. Als Spieler des Jahres. Was sich immer noch sehr bizarr anfühlt. Ihr habt nur leider überhaupt nichts davon, für mich abzustimmen. Deswegen habe ich auch nicht wirklich einen Grund für euch, warum ihr das machen sollt. Aber ich will euch zumindest Optionen aufzeigen, was ihr im Leben so tun könnt. Ich sag's ja nur. Dieser Link ist da. Ihr könnt draufklicken. Warum auch nicht? Links sind ja zum Klicken da, ne? Also, oder so. Und wenn ihr keinen Bock habt, ist auch okay. Dann sage ich trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.